haben wir so einen Film geguckt. Das ist eine italienische Version von Cinderella. Und da geht es so, Cinderella, ja, sie hat so eine Stiefmutter, sie spielt auch gern Klavier. Ihr Vater und ihre Mutter waren auch so, die haben auch Klavier gespielt. Und dann wurde ihr das Klavier weggenommen, aber sie hat dann so auf der Fensterbank sich so ein Klavier aus Pappe gemacht, also nur die Tasten, und hat dann darauf ihr eigenes Stück gespielt. Und ein Teil, ein ganz Mini-Abschnitt, hört sich so ähnlich an wie ein Teil des Stückes dort aus meinem Stück. Hatten wir eines Tages bei uns in der Post eine Einladung von der Yamaha Music School gehabt. Da wurde man zum Tag der offenen Tür eingeladen und zum Probeunterricht. Und da habe ich das meinem Mann gezeigt und der ist dahin gefahren und hat sie prompt zu diesem Unterricht schon angemeldet, ohne mit mir Rücksprache zu halten. Und das Ende vom Lied war auch noch, die war in so einem Kurs, wo die Kinder recht klein anfangen und deswegen von den Eltern begleitet werden die ersten 2 Jahre. Also musste ich jedes Mal mit. Ja gut, das war jetzt für mich nicht so lustig, aber ich habe gesehen, wie gut das Emma tut und dass die auch sofort mit den Noten beginnen und dass sie auch nach Noten singen und dass der Unterricht ihr Spaß macht. Und auch der Musiklehrer, dass das ihr einfach noch zu wenig ist. Ich habe gesagt, sie ist in so einer Phase, man muss sie noch zusätzlich fördern, wollen wir nicht zusätzlich mit Einzelunterricht beginnen. Und das hat er dann so auch gefunden und hat sie parallel zu dem Gruppenunterricht noch Einzelunterricht begonnen. So erstmal ganz einfache Stücke, erstmal so ein bisschen die Technik und dann nach und nach kamen dann wesentlich anspruchsvolle Stücke dazu und irgendwann auch dann das Komponieren.